Jo Leute, willkommen. Also, wer ist bereit für einen komischen Pinselmeister? Jogun oder irgend sowas? Ja. Also, das ist er momentan, das sind seine Stats. Er ist mir irgendwie ein bisschen zu langsam, muss ich sagen, weil er auf, ja, wo Despair Will ist. Ja, das sind halt seine Runen. Teils halt fehlen mir ein paar Grinds, ne? Die Rune ist halt übelst, ne? Die ist halt ein bisschen extrem langsam, also 14 Speed, wobei, ja, ich sag mal irgendwie so 2 Speed oder was, macht jetzt nicht viel Unterschied. Ja, das Ding ist halt, ich will ihn nicht super schnell machen, weil er ja eben auf seinem dritten hier einen Strip hat. Deswegen hat er auch recht viel Accuracy. Was ich eigentlich wirklich mit ihm mache, ja, ne? Im Fall hat er mir irgendwie schon gesagt, so GZ 50% Attack Lead für Bale Jensen. Ja, er hat halt einen 50% Feuer Attack Lead, was irgendwie überhaupt nicht zusammenpasst. Also er ist kein Damage Dealer. Selbst wenn ich ihn auf Damage runen würde, glaube ich, würde er nicht viel Damage machen. Aber ja, wir werden schon irgendwas finden. Und zwar, wenn wir hier mit Zoliac starten. Und ja, ich dachte einfach mal, ich meine, Kali wäre halt natürlich. Ich meine, Kali macht so oder so genug Damage, ja, also überhaupt was halt hier eben steht, aber wir schauen halt einfach mal, wie viel Damage er macht. Ja, dann brauche ich halt noch was Tankiges. Was Wind-Tankiges. Ich brauche aber eigentlich keine Jassoon, weil wir Attack Buff hier haben. Double Attack Buff sogar. Ja, dann würde ich sagen, Wind Panda will ich auch nicht immer nehmen. Plus Leo nehmen, warum nicht? Okay. Und unten hat er Lydia und Skogul und sowas halt. Ja, okay, ganz ehrlich, kein Plan. Nehmen wir halt eben auch hier Luis, Rika und Balanus. Who cares? Wir schauen eh lieber, was hier unser Pinsel-Dings da macht. Ja. Wäre cool, wenn Tyranus gleich buffen könnte oder würde. Ich hebe mir jetzt nämlich den Strip mal auf. Wenn es halt ist, mache ich halt mit Kali den dritten. Ne? So, hier. Bye bye, Laika. Das Ding ist halt, ich glaube, das bringt mir jetzt relativ wenig. Der zweite Skill von ihm, weil es ja irgendwie speedabhängig ist. Je mehr Speed, desto länger hält das. Und halt, ja, Leo, ne? Aber macht nix. Jo, da ist er wieder. Oh shit. Okay. Ich meine, Leo wäre auf 30%, ja. Aber ich glaube irgendwie, dass ihn Tyranus killt. Es sei denn natürlich, wir reducen Attack Bar oder stunnen vielleicht sogar, weil er ja auf Despair ist. Okay, sehr gut. Wie viel Damage machen wir mal? 57k Defense Ignore. Kannst du jetzt buffen oder? Okay, und mich nicht provoken? Huh. Na gut. Dann würde ich sagen, wir killen den Wind Panda. Dann hat aber hier Kack Leo immer noch Defense Break oben. Wenigstens sind wir voll, aber es bringt halt nichts. Na gut, kannst du strippen? Okay. Ach Gott, hey. Ich habe das Gefühl, dass mich Leo jetzt gleich revenged. Okay, tut er nicht, aber. Was? Das kann resistet werden? Schwachsinn. Ich weiß jetzt eh nicht, ist er gestorben, ist er nicht gestorben? So. Ja, lass halt. Ne? Kann man dich stunnen? Oh, der war nice.
Ja, natürlich ist Lydia so extrem langsam, deswegen warten wir noch. Okay. Kannst du Luis provoken? Es geht mir ja um Luis wegen dem dritten. Okay. Ja, Lydia macht noch kein Damage. Unnötiger Sleep, weil, ne? Aoi. Tak, tak. Was mache ich mit dem Kackpinselmeister hier? Ich brauche mal irgendwie Vorschläge oder so. So. Wunderbar. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht mehr irgendwie healen, buffen. Da wird jetzt eh alles an Dot sterben. Jo, einmal, zweimal. Und dreimal. Ich sage ja wirklich, was mache ich? Was macht man mit ihm hier? Keine Ahnung. Hat jetzt eigentlich überlebt. Jo, hat er. Na gut, der nächste hier hat Ciara, Orion, Savannah. Machen wir hier selber nur mit einem Fire Monkey. Und ja. Unten ein Odin-Dings mit Vigor. Das heißt, kein Attack-Buff-Boost für Odin. Und auch kein Attack-Buff. Deswegen glaube ich hier, oder hoffe mal, dass mein Pinsel-Dingens cuttet. Ne, und alles irgendwie strippt. Und Defense Break von Lauren, Attack Buff und 50% Feuerlied für Pörner. Probieren wir, na gut. Orion hat schon mal gedurbt, das ist gut. Bomben Orion, Damage auf dich. Toll. Kannst du. Oh. Na gut, nicht schlecht, Monkey. Okay, Orion, mach's gut. Oh, fuck, okay. Na gut, egal, du kannst nicht gestunt werden, aber halt. Defense Break. So, wir killen Ciara mal. Nein. Stun. Warum auch? Jo, das Ding ist ja auch schon wieder. Okay, komm, Stun. Er bekommt Resistance mit seinem Passive her, aber es funktioniert halt einfach nicht. Okay. Ja, schöner Proc, aber noch einer? Hallo, Motherfucker! Ja, warum, hä? Na gut, bitte resiste nicht. Jo, das gibt's doch nicht. Natürlich, Defense Break. Okay. Ja. Ich würde sagen, wir reducen Kaymon, weil ich irgendwie meiner Lauren nicht vertraue. Das heißt, Odin hat keine 5 Stacks. Ne? So, Pinselmeister Vieh. Okay. Tja, das Ding ist halt kein Defense Break auf Odin. Aber hey, 50% Attack Lead muss ja für irgendwas gut sein, oder? Nice. Jawohl. So, Strip und Defense Break. Und. Irgendwie schon cool. Ganz schön lange eigentlich auch. What the fuck, Lauren? Aber ja, das Ding ist halt, er kommt halt mit Full oder halt mit seiner Attack Bar, die er vorher hatte, halt wieder zurück, ne? So. Ich würde sagen, Vigor reducen. Kaymon bringt eh nichts. Pörner kommt da vorher eh nicht dran. So. Defense Break. Jo. Ich schwöre, meine Lauren hat 100% Accuracy, ja? Wie geht das?
Okay, wir haben leider noch keinen Strip, weil keine Skill-Ups. Reduce. Crit. Jawohl, Strip. Okay, Defense Break. Kill mich nicht. Okay. Defense Break, Attack Buff, Attack Lead. Auch nicht besonders viel, aber gibt es halt K-Moon, ne? Und Perna ist halt eben Speed, Crit Damage, Attack. So, und jetzt? Na toll, ja. Okay, fallst du um? Nein. Stun? Nein. Naja, ich weiß nicht, hä? Vielleicht gebe ich ihm einfach 6 Fight-Runen und schreibe Bale Jensen 50% Lead. Okay, und der letzte hier. Komisches Team von mir, hier gegen Galleon, Perna und Valantis. Jo, Cesarion Busted Tyrannus. Keine Ahnung. Unten so ein Halb-Mirror halt. Oder 2/3-Mirror. Ich habe halt leider keinen Belzebub. Jo. Und wir schauen, dass er eben zuerst stirbt, mein Belial. So, welch Wunder wir outspeeden. Und das, obwohl sie Speedlead haben. Jo, hätte ich das gewusst, hätte ich gebufft. Tja. Bitte strip mich nicht. Double Stun auch noch, hä? Okay. Komm, Crit und Kill Perna! Es reicht nicht. Okay, Druid wieder down. Perna hat Oblivion weg. Ja. Es war eh ein behindertes Team, aber es war eh klar. So, das Ding ist halt, Perna killen, ja. Bringt halt nix. Naja, Proc. Bastard, hä? Na gut. Warum tust du das? So, mein Demon geht am Windpanda. In der Hoffnung, dass er Schaden frisst. Was nicht der Fall war. Jo, warum? Warum attackt sein Panda mein Wusa, hä? Komm. Nicht Wusa! Warum attacken die alle Wusa, hä? Seid ihr behindert? Okay, Defense Break. Er kann auch kein Defense Break landen. Ich buff nicht mal mit Wusa, hä? Komm. Jawohl. Noch einmal. Damage macht er auch keinen, hä? Okay. Wunderbar. So. Schlimm, schlimm, schlimm. Wir gehen. Auf Wusa wollte ich eigentlich sagen. Mein Demon kommt gleich. Kommt gleich. Da ist er. Oh Gott, bitte sag nicht, dass der Panda vorher dran kommt. Okay, tut dann nicht. Wir killen Wusa. Was sagen die? Oh nein. Komm. Tschüss. Na gut, ich glaube Belial. Na, jetzt wird er überleben mit Shield. Okay. Jetzt vielleicht nicht mehr. Defense Break. Holy shit, nice Damage. Und
Er hat jetzt wieder zweiten Skill. Komm, wir machen Heal. Und er Sleep. Und Crit. Na gut, hat trotzdem nicht gereicht, aber. Ja, was soll ich sagen hier? Komm, fall um hier. Okay. Na, wenigstens eines haben wir gewonnen, oder? Nein, haben wir auch gedrawt. Drei Draws, fuck hier. Naja, was soll ich tun hier? Na gut, Freunde, was soll ich sagen hier? Dieser Pinsel. Kollege hier. Was können eigentlich die anderen? Ich weiß schon gar nicht mehr. Der Dings war cool. Den Wind fand ich eigentlich ganz gut. Also, erstes dasselbe. Greift alle Feinde an, um den vorteilhaften Effekt zu erfahren. Okay. Wenn Feinde schädliche Effekte entfernen, wird der Angriffsbalken aller Verbündeten. Okay. Da bin ich ja fast schon froh, dass ich nicht den in Wasser gezogen habe. Oh, Tubegel hat auch schon einen. Der ist, glaube ich, auch cool. Greift alle Feinde dreimal an, um ihren Angriffsbalken mit jedem Angriff um 50% zu verringern. Erhöht die Ablenkzeit der Fertigkeit um eine Runde, wenn der Angriffsbalken des Ziels auf 0 ist. Oh, das ist schon cool. Aber ja. Mal deinen riesigen Drachen. Ziemlich cool. Und Dark. Entfernt die schädlichen Effekte aller Verbündeten. Jo. Naja. Das wäre mir lieber gewesen, aber man muss nehmen, was man kriegt. Na gut, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.